zwei Kirchenpatronen, den heiligen Martin, kennen Sie alle. Der zweite ist der heilige Castulus. Von dem Castulus weiß man weniger was. Er wurde im 3. Jahrhundert von dem damaligen Kaiser Diokletian gefoltert und lebendig mit heißem Sand zugeschüttet. Warum? Es war die Christenverfolgung. Er hat Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern im kaiserlichen Hof versteckt. Man hat ihn verraten, daraufhin hat ihn der Kaiser umbringen lassen. Und da haben wir die Leidensgeschichte des Castulus. Sie sehen auf der linken Seite, schlecht, gell, jetzt steht oben St. Castulus Predigt, das linke Fenster. Im zweiten Fenster der Kaiser Diokletian, drunter steht Castulus wird verurteilt, in der Mitte das ist Castulus. Und ganz außen sehen wir den Kaiser Diokletian. Und er schaut zu, wie der Castulus nach der Folter lebendig mit heißem Sand zugeschüttet wird. Und ich zeige Ihnen jetzt Adolf Hitler. Sie sind so weit weg, gell? Das zweite Fenster von rechts. Wenn Sie jetzt da hinschauen, sehen Sie den mit dem lila Hemd. Das zweite rechts, da oben die Gesichtszüge Adolf Hitler. Genau. Und wenn Sie da runtergehen, der Rotgesichtige, der dicke Hermann Göring und der Schmächtige da herüber, Josef Goebbels, gefoltert und lebendig begraben. Die Aufregung, ein Jahr nach dem Krieg, es war enorm. Aber man hat ihn gefragt, was hat dich bewogen? Und er hat es ganz einfach erklärt. Machtmissbrauch über Jahrhunderte festhalten. Im 3. Jahrhundert hat der Kaiser seine Macht missbraucht. Es ging um die Christenverfolgung, um den Glauben. Adolf Hitler hat seine Macht missbraucht. Es ging um die Judenverfolgung. Machtmissbrauch über Jahrhunderte. Daraufhin hat man das Fenster auch lassen. Nur sie werden Jahre danach das Fenster nie erwähnt bekommen. Die heutigen Kirchenführer, die heute aufliegen, heute ja, aber viele, viele Jahre hat niemand darüber gesprochen. Das da drunter ist übrigens ein neugotischer Schrein des heiligen Castulus. Seit 1604 haben wir den von der Stadt Moosburg, ist gerade 25 Kilometer von Landshut weg, das Kollegiatstift wurde nach Landshut verlegt, samt Schrein, 1604. Und jetzt wollen die Moosburger das wieder haben. Was sagen wir mir? Was wir haben, das haben wir. Hallo. Was wir haben, das haben wir. Gehen Sie mal mit.